Der Term V2 Max ist aktuell in aller Munde. Aber was genau ist die V2 Max eigentlich? Warum hat sie so eine enorme Bedeutung? Vor allem, wenn du älter bist. Wie kannst du herausfinden, welche V2 Max du hast? Und am allerwichtigsten, wie kannst du deine V2 Max verbessern, ohne allzu viel Zeit darauf zu verwenden? Das checken wir in diesem Video. Hey Freunde, ich bin's, Malle Fitz, promovierter Sportwissenschaftler und leidenschaftlicher Mountainbiker. Und ja, ich weiß, man sieht's nicht wirklich, aber auch ich bin über 40 Jahre alt. Und wir starten direkt ins Thema. Punkt Nummer 1 ist, was zur Hölle ist eigentlich die V2 Max? Und was ich schon sagen kann ist, sie ist auf keinen Fall irgendein Trainingsbereich und es hat auch nichts mit deiner Lungenkapazität zu tun. Zumindest nicht wirklich viel. VO2 Max steht einfach V für Volumen, O2 für Sauerstoff und Max eben für maximale Aufnahme des Sauerstoffs. Also VO2 Max ist die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit deines Körpers. Die Luft um dich herum enthält Sauerstoff und der muss jetzt von dieser Luft um dich herum in deinen Körper kommen und innerhalb deines Körpers dann dahin transportiert werden, wo er gebraucht wird, um Energie bereitzustellen für verschiedene Stoffwechselprozesse. Das bedeutet, die Luft muss in deinen Körper gelangen durch Atmung und dann ist sie erstmal in deiner Lunge. Von der Lunge gelangt der Sauerstoff ins Blut und wird durch die Pumpfunktion des Herzens in unserem Blutkreislauf verteilt, hin zu den Organen, die den Sauerstoff benötigen. Im Fall von körperlicher Arbeit ist das hauptsächliche Organ, das uns interessiert, natürlich die arbeitende Muskulatur. Das bedeutet, fangen wir also an, körperlich zu arbeiten, benötigt unsere Muskulatur mehr Sauerstoff, da mehr Energie bereitgestellt werden muss, um Kontraktionen der Muskulatur zu gewährleisten. Die VO2 Max ist also einfach ein physiologischer Wert, den man messen kann und der angegeben wird entweder in Milliliter pro Minute, Liter pro Minute oder in Milliliter pro Minute und Kilogramm Körpergewicht, um den Wert vergleichbar zwischen verschiedenen Menschen, die unterschiedlich viel wiegen und unterschiedliche Muskelmassen haben, gewährleisten zu können. Zustande kommt er vor allem durch zwei Faktoren. Das erste ist die Frage, wie viel Blut kann mein Herz denn pro Minute bewegen? Und das Herz hat zwei Möglichkeiten, mehr Blut durch den Kreislauf zu schicken. Punkt Nummer 1 ist, es kann das Schlagvolumen erhöhen. Das Herz hat ein gewisses Schlagvolumen in Ruhe und wenn körperliche Anstrengung dazu kommt, kann es das Schlagvolumen erhöhen. Also das Volumen an Blut, das es pro Schlag in die Arterien auswirft. Die zweite Möglichkeit ist einfach, die Frequenz der Schläge zu erhöhen, also die Herzfrequenz zu erhöhen. Und diese beiden Werte zusammen, also das Schlagvolumen und die Herzfrequenz, ergeben das Herzminutenvolumen. Das ist das Volumen an Blut, das das Herz in der Lage ist, in einer Minute durch den Kreislauf zu schicken. Je höher dieses Volumen ist, desto höher ist die Menge an Sauerstoff, die darin transportiert werden kann. Der zweite Punkt in der Geschichte ist, wenn der Sauerstoff im Blut an deiner Muskulatur ankommt, muss er aus dem Blut in die Muskulatur reinkommen, also in die Muskelzellen reinkommen, wo er dann letzten Endes tatsächlich für die aerobe Energiegewinnung verwendet wird. Das geschieht mehr oder weniger gut. Es kann also sein, dass nur ein ganz geringer Anteil an Sauerstoff, der im Blut gelöst ist, tatsächlich in deinen Muskeln ankommt und das venöse Blut, also das Blut, das von deiner Muskulatur wieder zurück zur Lunge fließt, noch einen relativ hohen Anteil an Sauerstoff beinhaltet. Es kann aber auch sein, bei einer anderen Person, dass ein sehr großer Anteil an dem arteriellen Sauerstoff in deiner Muskulatur ankommt und das venöse Blut, also das Blut, das zurück von der Muskulatur zur Lunge fließt, sehr wenig Sauerstoff beinhaltet. Und dieser Wert, der arteriovenöse Sauerstoffdifferenz genannt wird, ist der zweite Faktor, der ausschlaggebend ist für die maximale Sauerstoffaufnahme. Kombination dieser beiden Dinge, das heißt auf der einen Seite das Herzminutenvolumen und auf der anderen Seite die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz, die determiniert eben deine maximale Sauerstoffaufnahme. Du siehst, es hat relativ wenig zu tun mit der Kapazität deiner Lunge. Natürlich ist auch die Lunge unter Umständen ein leistungsbegrenzender Faktor. Aber bei uns normalen, gesunden Erwachsenen ist es eigentlich so, dass die Kapazität des Sauerstoffaustauschs in der Lunge so groß ist, dass er normalerweise nicht irgendwie leistungsbegrenzend ist. Das mag bei anderen Personengruppen, die bestimmte Krankheiten haben, Rauchern und so weiter und so fort, anders sein, aber beim normalen Erwachsenen eben relativ wenig leistungsbegrenzend. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist natürlich, ja, warum soll das denn jetzt so besonders wichtig sein? Viele von euch und ich auch haben vielleicht ein E-Bike und es ist überhaupt kein Problem, irgendeinen Berg hochzukommen. Ist es dann nicht eher nicht so wichtig, wie gut unsere Ausdauerleistungsfähigkeit ist? Wenn wir mal annehmen, dass wir alle, die dieses Video schauen, vielleicht nicht mehr die Allerjüngsten sind, das heißt vielleicht nicht mehr in unseren 20ern sind, sondern eher
in den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern oder 70ern, wie man aus den Kommentaren entnehmen kann, könnte es sein, dass es doch nochmal relevant wird. Und warum, das schauen wir uns gleich an. Erstmal ist dieser Wert so wichtig, weil er im Prinzip sowas ist wie eine Grenze, gegen die wir stoßen, wenn wir körperlich arbeiten. Und wenn die Grenze sehr niedrig liegt, dann stoßen wir schon sehr, sehr früh an mit relativ weniger Arbeit. Zum Beispiel bei so Dingen wie Laufen, bergauf gehen, Treppen steigen oder beim Bergabfahren auf Trails. Das Problem an der Geschichte ist, wenn du deine VO2 Max erreichst, ist das sehr, sehr anstrengend für den Körper. Du wirst super schnell atmen, deine Herzfrequenz ist super hoch, du kannst dich nicht mehr sehr gut konzentrieren und du kannst diese Leistung nicht besonders lange aufrechterhalten. Du musst also irgendwann eine Pause machen. Und zudem erholt sich der Körper von dieser Leistung nicht besonders schnell und auch nicht besonders gut. Liegt deine VO2 Max viel höher, stößt du bei gleicher Leistung überhaupt nicht an diese Grenze. Du kannst also die gleiche Leistung länger aufrechterhalten, du kannst den Trail locker zu Ende fahren, du kannst gut die Treppen hochsteigen und so weiter und so fort. Und du hast noch jede Menge Kapazität für andere Dinge, wie zum Beispiel deine Fahrtechnik, die Blickführung oder das Gespräch mit Kollegen. Sprich, je höher deine VO2 Max liegt, desto intensivere Tätigkeiten kannst du auch mit steigendem Alter, das heißt in den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern noch erledigen. Und damit zum Beispiel dann weiterhin Sport machen, an sozialem Leben teilnehmen und du bist nicht auf Unterstützung von außen angewiesen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, je älter wir werden, desto geringer wird nicht nur unsere VO2 Max, wenn wir nichts dagegen tun. Auch unsere maximal erreichbare VO2 Max ist nicht mehr so hoch wie die in jungem Alter. Daher lohnt es sich also, nicht erst mit 60 oder 70 anzufangen, zu versuchen, noch die VO2 Max zu steigern, sondern es lohnt sich auf jeden Fall schon in jüngeren Jahren, die VO2 Max so hoch wie möglich zu bringen. Denn das schützt dich am Ende davor, dass du früher stirbst. Es hat sich in Studien gezeigt, dass eine hervorragende VO2 Max das Leben um einige Jahre verändern kann. Und nicht nur das, auch die Lebensqualität aus den genannten Gründen ist deutlich höher, weil du einfach Dinge machen kannst, die du mit einer niedrigeren VO2 Max für deine Altersgruppe eben einfach nicht mehr tun kannst. Die gute Nachricht an der ganzen Geschichte ist, dass sich die VO2 Max in jedem Alter gut trainieren lässt. Auch in sehr hohem Alter. Es gibt Studien mit 80-Jährigen und aufwärts, bei denen sich gezeigt hat, dass auch da nach einem Trainingsprogramm die VO2 Max nochmal deutlich nach oben verschoben hat. Allerdings ist es nichts, was von heute auf morgen passiert. Es ist jetzt also nicht so, dass du heute einmal so richtig dolle trainieren kannst und morgen deine VO2 Max höher ist. Es ist eine Geschichte, die man regelmäßig machen sollte. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Erstmal noch die Frage, wie finde ich dann überhaupt heraus, wie hoch meine VO2 Max ist? Und da gibt es verschiedene Methoden für, allerdings nur eine wirklich genaue oder vielleicht auch zwei relativ genaue. Nummer eins ist im Prinzip eine Spiroergometrie. Das heißt, du hast eine Leistungsdiagnostik, hast so eine Maske auf dem Gesicht, die deine Atemgase misst, das heißt den Sauerstoff- und den CO2-Gehalt deiner Ausatemluft und machst den Test bis zur Ausbelastung und der höchste Wert, der da gemessen wird, ist eben deine VO2. Dazu als im Prinzip nächst schlechtere Variante gibt es mobile Geräte, die das auch messen. Darüber hinaus gibt es auch noch jede Menge Tests, die eine Schätzung der VO2 Max zulassen, die teilweise auch wissenschaftlich validiert sind, allerdings tatsächlich immer nur eine Schätzung abgeben. Auch unsere Smartwatches zeigen ja in vielerlei Hinsicht eine VO2 Max an. Und auch da ist es so, dass es sein kann, dass das relativ gut zutrifft, aber dass es auch sein kann, dass es so ein Stück weit daneben liegt. Jetzt aber erstmal zur alles entscheidenden Frage. Wie kannst du deine VO2 Max verbessern? Und auch da gibt es für uns Mountainbiker eine absolut positive Nachricht. Nämlich das, was wir tun, Mountainbiken, ist schon eine richtig gute Geschichte. Allerdings ist es so, dass es unterschiedliche Trainingsformen gibt, die dazu beitragen, dass sich deine VO2 Max mehr nach oben entwickelt oder weniger nach oben entwickelt. Das Tolle ist, jede Art von Ausdauersport ist im Prinzip dazu geeignet, deine VO2 Max nach oben zu bringen. Wenn du zum Beispiel ein, zwei Stunden lang locker durch die Gegend pedalierst, dann wird auch das positive Auswirkungen auf die Kapillarisierung in der Muskulatur haben. Und deine VO2 Max wird über längere Zeit nach oben gehen. Allerdings gibt es eine Trainingsform, die besonders gut geeignet ist, dafür die VO2 Max nach oben zu entwickeln. Und das hat sich in vielen Studien gezeigt. Und wir haben es auch auf diesem Kanal schon mal in ein, zwei Videos angeschnitten. Es ist nämlich so, dass Training in niedrigen Intensitätsbereichen durchaus super und gut ist, aber nicht bei allen von uns die VO2 Max nach oben bringt. Die Ergänzung von niedrigem Training mit Intervalltraining, mit ordentlichen Intensitäten, ist aber eine tolle Methode, um die VO2 Max zu verbessern. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, ja, was für Intervalle sind das denn und wie häufig sollte ich solche Intervalle durchführen? Und
Das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie dein Trainingszustand ist, wie weit fortgeschritten du bist, wie lange du schon trainierst und so weiter und so fort. Generell für jemanden, der gerade einsteigt, würde ich empfehlen, nicht zu intensiv zu starten, sondern sich erstmal langsam ranzutasten. Denn diese intensiven Einheiten erfordern auch eine etwas längere Regenerationszeit, wie wenn du einfach nur eine Stunde locker durch die Gegend pedalieren würdest. Aber als generellen Hinweis ist es so, dass du vor so einer Einheit relativ gut erholt sein solltest, die intensive Einheit nicht so furchtbar lange dauert, wie zum Beispiel deine Einheiten, die so ein bisschen länger sind. Also wenn du am Wochenende vielleicht mal 2 Stunden Fahrrad fahren gehst oder auch 3 Stunden und das aber in einem relativ niedrigen Intensitätsbereich ist mit ein paar Trails drin, dann kann deine intensive Trainingseinheit durchaus nur 1 Stunde lang dauern mit Warm-up, Intervallen und Cooldown. Generell würde ich empfehlen, mindestens einmal pro Woche eine etwas intensivere Trainingseinheit zu machen. Und intensiver heißt, im besten Fall hast du Intervalle, die irgendwo eine Länge haben von 3 bis 8 Minuten und etwas nördlich deiner FTP bzw. deiner anaeroben Schwelle sich bewegen. Eine ganz bekannte Methode ist die 4x4 Methode, in der du 4 Intervalle auf 4 Minuten mit jeweils 4 Minuten Pause dazwischen fährst. Für den Anfang würde ich sagen, wenn du noch gar keine Erfahrung mit solch intensiven Dingen hast, fang vielleicht mal mit 1x4 Minuten an, steigere dich in der nächsten Woche auf 2x4 Minuten, dann 3x4 Minuten, dann 4x4 Minuten und so weiter und so fort. Um die richtige Intensität dafür herauszufinden, gibt es natürlich verschiedene Methoden. Du kannst die Herzfrequenz nutzen, allerdings gibt es da ein paar Dinge zu beachten und dafür empfehle ich dir auch dieses Video. Die zweite Methode ist, ein Leistungsmesser zu benutzen, deine FTP herauszufinden und dann eine Prozentzahl deiner FTP zu nehmen, ich sage mal über 110% deiner FTP. Wenn dich das interessiert, würde ich dafür nochmal ein extra Video machen, weil ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen dieses Videos hier. Und die dritte Methode ist einfach mal wieder die klassische nach Gefühl. Und da gibt es folgende Anhaltspunkte. Du fährst erstmal los mit einer Intensität, die auf keinen Fall für den Beginn maximal ist, sondern deutlich über dem, was du vielleicht als lockeres Pedalieren empfindest. Die Intensität erhältst du erstmal die erste Minute bei und wenn du danach denkst, oh, das geht noch erstaunlich gut, dann fährst du genauso weiter. Wenn du nach Minute 1 schon am Struggeln sein solltest, dann ist das ein Zeichen dafür, dass diese Intensität deutlich zu hoch gewählt wird. Denkst du nach Minute 2, vielleicht habe ich die Intensität ein bisschen zu leicht gewählt, das geht noch zu gut, dann ist es wahrscheinlich so, dass du genau richtig unterwegs bist. Nach Minute 3 wirst du denken, oh, hoffentlich ist es bald vorbei. Und nach Minute 4 bist du wahrscheinlich schon absolut abgekocht. Dann hast du genau die richtige Intensität erwischt. Solltest du nach Minute 2 oder 3 schon absolut abgekocht sein, dann würde ich dir empfehlen, das Intervall abzubrechen und das nächste mit geringerer Intensität zu fahren. Das Wichtige an dieser Geschichte ist, wie gesagt, dass das Ganze regelmäßig stattfinden sollte. Also es hilft nicht, das einmal zu machen oder sowas, sondern einmal pro Woche oder einmal alle 2 Wochen ist ein guter Wert, um damit anzufangen. Es hilft, die Art des Intervalls ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten, weil unser Körper einfach nicht so gut ist, daran ist, sich an Dinge anzupassen, die wir immer und immer wieder machen. Also wenn du jetzt nur noch ab sofort 4x4 Minuten jede Woche fährst, das ist vielleicht nicht das Idealmaß, sondern da kannst du dich durchaus abwechseln, mal ein bisschen längere Sachen machen oder im Zweifel auch mal ein bisschen kürzere Sachen machen. Das ist gar nicht so schlimm. Hauptsache die Intensität ist relativ hoch und das eben kombiniert mit vielleicht einem längeren Training pro Woche. Jetzt, nachdem wir das geschafft haben, noch eine kleine Bitte von mir. Ich habe eine kleine Umfrage erstellt, einfach um besser zu verstehen, wer genau du bist oder ihr seid und wie genau ich euch mit meinem Content weiterhelfen kann, damit ich im Prinzip eure Interessen so gut wie möglich damit auch treffen kann und die Arbeit, die ich mir mache, auch tatsächlich hilfreich für euch ist und nicht komplett an euch vorbeigeht. Der Link zur Umfrage ist unten in der Videobeschreibung. Es dauert, ich weiß nicht, 5 bis 10 Minuten, das Ding auszufüllen. Es ist auch tatsächlich nur Multiple Choice oder Mehrfachfragen, also keine große Arbeit. Ihr müsst nicht groß nachdenken. Wäre super toll und super hilfreich für mich, wenn ihr das ausfüllen würdet. Und das war es jetzt auch schon für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.